Das Festival der Straßenkunst gastierte auch heuer wieder in der Brucker Innenstadt. Eine Schar von Akrobaten, Gauklern und Artisten aus aller Herren Länder zogen dabei die Besucher in ihren Bann. Gespannt lauschten Jung und Junggebliebene dem lauten, bunten und aufregenden Treiben in der Stadt. Murnschalk und Gaukelei, ich glaube wieder ein Jahr dazu. Das ist ein Fest für die Brucker und für die Bruckerinnen, aber nicht nur für die. Ein Fest für die Bruckerinnen und Brucker mit vielen Attraktionen, Künstlern aus 4 Kontinenten und wir werden versuchen, die Herzen der Besucher wieder zu verzaubern. Die Herzen der Kinder, merkt man, hat man im Hintergrund schon gefunden, aber es gibt ja noch verschiedene andere Attraktivitäten, zählen Sie uns zumindest ein paar auf einmal. Die Highlights von hinten begonnen heute mal zur Abwechslung. Gegen Abend zu, wenn die Dunkelheit hereinbricht, gibt es einige Feuershows. Vielleicht ganz hervorzuheben ist die Gruppe Anta Agni, die hier zauberhafte Figur in die Luft mit dem Feuer zeichnen wird. Weiter herunter gibt es tolle Einradfahrer, es gibt auch Märchen, die hier dargestellt werden mit Stelzentheater und es gibt natürlich Jongleure und andere Künstler, die die Herzen der Besucher eben erwärmen und erfreuen werden. Das Ganze passiert ja wieder heute und morgen, am Samstag eine Besonderheit, auch am Vormittag. Samstagvormittag werden wir auch spielen, also morgen zwischen 10 und 12 Uhr wird es auch den Murnschalk hier in der Stadt geben. Der Wettergott hat gesagt, es ist kein Badewetter, daher ist dann Murnschalktag morgen Vormittag und alle sind herzlich eingeladen, von 10 bis 12 auch in die Stadt zu kommen und den Murnschalk zu genießen. Lustig wurde getanzt, getratscht und natürlich wurde das illustre Treiben dabei auch gleich für die Nachwelt festgehalten. Also jeder wartet schon darauf, vor allem Familien mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern auf diesen Tag. Und so wie heute hoffen wir doch, dass das Wetter anhält und morgen es noch schöner wird. Welche Bedeutung hat für Sie so der Murnschalk generell? Der Murnschalk ist einfach was Besonderes, weil viele Artisten, Künstler hier sind, wo man wirklich gemütlich durch die Gassen spazieren kann und sich die Künstler anschauen kann und am Abend teilweise tolle Shows mit Getränken, mit guter Musik, mit Leute kennenlernen. Ja. Murnschalk und Gaukelei, heuer wieder am Brucker Hauptplatz, Mittergasse, alles ist mehr der Gaukelei. 2 Gaukler neben mir auch. Wir sind zu dritt. Tourismus hier, war ja mit mir, sind wir zu dritt. Tourismusverband ist ja ganz wichtig. Das ist, glaube ich, eine Veranstaltung, die sehr viele Leute nach Bruck bringt. Ja, ist eine extrem wichtige Veranstaltung. Wir sind da ganz, ganz froh vom Tourismusverband und großen Dank an die Stadt Bruck, weil wir wissen alle ganz genau, dass das nicht wenig Aufwand und nicht wenig Geld ist, das da investiert wird und von Seiten des Tourismus ganz, ganz großes Danke dafür. 19 Mal gibt es das Ganze schon. Hat der Andreas Gamsjäger mal gefehlt? Ich war eigentlich immer dabei und ich bin sehr begeistert und ich schaue mir an, wie viele Leute schon hier sind. Und eins möchte ich auch sagen, nicht nur für den Tourismus, auch für die Wirtschaft ist es gut. Es kommen viele tausend Leute und die lassen natürlich auch Geld in der Stadt liegen und das freut uns besonders auch. Ich heb mein Herz schnell auf. Die aus Deutschland angereiste Laura Dilettante mit ihrer One Woman Music Show sang Selbstgeschriebenes über Liebe, Lust und Freiheit und darüber ganz allgemein einen an der Schüssel zu haben. Und bei so viel Freude an diesem schönen Fest gab nicht nur die künstlerische Einheit Anlass, eines Freundes Freund zu sein. Wenn man die beiden Herren jetzt fragen würde, was würdet ihr so als Gaukelei oder als Murnschalk hier veranstalten wollen, persönlich, was ihr leisten könntet? Ja, ich leiste es eigentlich das ganze Jahr, ich gaukel die ganze Zeit herum.
Jonglieren mit den Leuten, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das gelingt mir auch manchmal sehr gut. Zwergen weit werfen oder so? Ah, ja, so ungefähr in der Richtung. Die Soldiers Crew mit Breakdance aus Ungarn zeigte Akrobatik vom Feinsten. Und das animierte auch so manch Jungtalent zum Mitmachen. Was ist Ihre Darbietung, die Sie am liebsten sehen? Man wird es nicht für möglich halten, aber meine Darbietung findet im Rathaushof statt. Da ist das Kindertheater und dort spielt das Theater Compagnia Tête-à-Tête. Und das ist ein akrobatisches Kindertheater und ich bin verliebt darin. Ich kann es jedem empfehlen. Von 16 bis 20 Uhr im Rathaushof gibt es ganz tolles Kindertheater. Ein Highlight war aber sicher die Showgruppe aus der Slowakei, die zwar nicht den Tanz auf dem Vulkan, aber mit jeder Menge Feuer, Farb und Pyrotechnik ein futuristisches Erlebnis bot, was nicht nur die kleinsten Zuseher zum Staunen brachte. Murnschalk war wieder einmal ein Erlebnis. Und jetzt steuert die Stadt Bruck mit ihren Gauklern im nächsten Jahr bereits auf ein rundes Jubiläum zu. Musik.